Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Ich bin ein bisschen weitergekommen und es hat sich wirklich ein bisschen hart angefühlt. Ich bin jetzt mit der Kampagne noch nicht ganz fertig. Ich bin im letzten Akt, aber es geht ziemlich gut. Nur die Resistenzen sind ja viel zu niedrig noch. Ich hoffe, wir können in diesem Part oder in dem nächsten Part dann noch ein bisschen die Resistenzen nach oben schrauben. Sonst, ja, es erkältet relativ schnell, aber ja, es ist doch ein bisschen, ja, noch nicht ganz so gut. Also, ich hätte jetzt gedacht, ja, okay, der Beet, der wird auch ein bisschen besser sein, nach oben kommen, ist es aber nicht. Jetzt haben wir ein paar Items hier rein. So, jetzt auch erst, jo, angefangen habe wieder. Dem Spiel. So, wir müssen End of Time. Wir müssen ja hier im zweitschlechtesten Gebiet weitermachen. Vom Monolito Fight. Ja. Also wir müssen diesen Monolito Fight natürlich nochmals durchmachen. Ich habe ja das schon mal mit einem Spellblade gemacht und ja, jetzt hat sich natürlich sehr viel geändert. Jetzt haben wir hier weniger Crit. Ja. Also die Gegner haben weniger Crit-Chance. Wie sagen wir dem auf Deutsch? Dass sie einfach weniger Crits bekommen. Und haben mehr Leben. So, dann machen wir mal da die Pets. Und ja, ihr merkt, dass das Spiel macht extrem viel Probleme momentan. Keine Ahnung, sind wahrscheinlich die kleineren Patches gewesen oder ich weiß nicht wieso. Aber manchmal tut Last Epoch schon richtig, weil man auch Grafikfehler machen und so Sachen. Also nicht wundern, wenn irgendwas nicht gerade so gut läuft, performancelastig ist, also Lags macht oder so. Ist leider nun mal einfach diese blöde Unity Engine. Die kann halt auch nichts. Aber gut, da müssen wir leben. Es ist wirklich sonst das eines der besten, ja, wenn nicht das beste Action-Rollenspiel Hack and Slay, das es gibt. Einfach die Engine ist halt crap. Ihr seht es, wir machen schon recht viel Schaden. Also, wir kommen hoffentlich gut durch. Wir bekommen ja auch nicht immer die Monstertreffer ab. Zum Beispiel der letzte Boss im ersten Monolith Fate, der war ziemlich einfach. Es war viel zu einfach. Und erkennt ihr das Gebiet? Ist ein Herbstwald. Es ist einfach mal das Gebiet vom Drachen im dritten Akt, glaube ich. Also bevor ihr da irgendwie die zweite Klasse bekommt, müsst ihr einen Drachen besiegen. Könnt ihn auch danach natürlich machen. Aber das ist genau dieses Gebiet, einfach komplett anders. Das war ja so ein Dschungel. Und jetzt ist es einfach so ein Herbstwald. Mega cool. Ich sehe es einfach am Layout, wie es aufgebaut ist. Ja. Und das Biom, das anderes Skin. Das ganze Gebiet. Und richtig cool. Oh, schön. Wir rushen ein bisschen durch. Wir besiegen jetzt nicht alle Gegner. Ich bekomme jetzt auch nicht gerade alle guten Items über, natürlich. Die müssen wir alles ergrinden. Und das ist eigentlich schon ziemlich motivierend. Aber für mich, für meinen Geschmack, dass ich so wenig Last Epoch spielen kann, ist es einfach ein bisschen zu zäh, natürlich. Gibt's halt. Aber ich meine, so Spiele motivieren trotzdem, auch wenn ihr sie nicht oft spielen könnt. Also bei mir vor allem, ich spiele halt so viele Games, vor allem Minecraft auch sehr viel. Da habe ich einfach nicht genügend Zeit, zum Last Epoch wirklich extremst zu spielen. Andere Livestreamer, Let's Play und so, die haben wahrscheinlich den ganzen Tag Zeit. Die sind wahrscheinlich viel besser als ich, aber ja, eben. Zu wenig Zeit und deshalb habe ich wahrscheinlich auch so schlechte Items noch. Und das kommt dann. Also, ich denke, jetzt bin ich eben neu wieder in Monitor Fate mit einem Beta, ein bisschen schneller durchkommt wieder, als wie der letzte, was haben wir da gezockt? Ich weiß es nicht mehr, was wir da gezockt haben. Ja, genau, Spriggan, Beschwörungsdruiden. Ja, also Beschwörung, Verwandlungsdruiden, genau. Jo, und der kam einfach nicht gut durch. Okay, Critical Damage, ich gehe lieber hier durch.
Wir schauen mal. Ja, wir könnten jetzt dieses Gebiet auch machen. Wir machen das jetzt als nach dieser Map. Und ja, der Boss wird wahrscheinlich uns umhauen. Das möchte ich eigentlich ja nicht. Also ich werde jetzt den Boss wahrscheinlich noch nicht machen wollen. Der wird mir ein bisschen zu viel Stress bringen. Weil die Bosse sind natürlich schon hammerhart in diesem Spiel für Anfänger bzw. Casual Players. Jetzt nicht ihr super Equip schon erfarmt haben und so weiter. Sind leider die Bosse ein bisschen schwer noch. Aber gut, das Spiel macht trotzdem viel Spaß, man kommt trotzdem noch gut vorwärts. Ihr müsst einfach Zeit finden, da ich auch Zeit zu nehmen, ja, zum Farmen. Ist wirklich schön, also grafisch und so ist es wirklich schön, aber könnt nicht eine schlechtere Grafik machen für bessere Performance. Ich habe einen super PC und trotzdem fühle ich mich wie, als hätte ich einen schlechten PC. Also man sieht es jetzt gerade auch nicht so, aber wenn es manchmal ladet oder es einfach manchmal nicht so vorwärts geht mit dem Welt generieren und so, die Texturen so langsam geladen werden, dann ist es schon extrem nervig. Vor allem auch genau meine Taste zum Video beenden ist hart aus. Ding. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich kurz verplappere oder wegen meinem Asthma nicht direkt beim ersten Mal loslegen kann, wenn ich dann wieder räuspere und alles, Schleim im Hals habe, dann muss ich natürlich wieder den Knopf drücken, dann ist es hart wieder aus. Und das kann man, glaube ich, nicht umlegen. Also hart an- und ausmachen kann man, glaube ich, nicht umlegen. Das ist schon ziemlich doof für meine App da. Dann starte ich natürlich eine super Aufnahme und merke, oh, der hat es nicht da und ich kann halt das Video nicht beenden. Ja, ist halt wirklich schrottig. Ist echt schrottig. Hier, Critical Strike Evidence. Evidence. Das ist sehr wichtig. Nehmen wir mit. Ich habe, glaube ich, schon genügend Boots. Nur. Gibt es die nur auf Boots? Ne, die gibt es sicher irgendwo anders auch. Ja, werden wir dann sehen. Dann Evidence. Also, Vengari Stronghold. Kann es das sein, dass das die zwei Akt 7 Bosse sind? Diese One-Hit-Bosse? Oh Gott. Also im dritten, nicht im ersten, was wir jetzt machen. Aber es ist das Gebiet. Also ich denke schon, also so zwei große Teile. Und die, also der eine, der hüpft, glaube ich, oder der eine, der andere, der hat mich völlig One-Hitted. Jetzt habe ich hier auch kein, ja, Deathless mehr. Der hat mich einfach One-Hitted. Ich hatte dort ungefähr so 40 bis 60 Cold-Resistenz und der hat mich One-Hitted. Völlig übertrieben stark, also unglaublich, wie die Entwickler einfach gnadenlos sind. Sie wollen einfach, dass wir da 1000 Stunden spielen. Sie zwingen uns die große Spielzeit. Und das ist halt schon frech. Also, ich meine, ja, ich nörgle auch manchmal ein bisschen viel, aber jetzt, wenn wir so, ich weiß nicht, wie viele Stunden jetzt mal ich schon gespielt habe und immer noch nicht gute Items und so habe, dann ist es einfach too much. Ich will nicht ein Spiel spielen, das ungefähr 500 Stunden pures Farming ist, pures Grinding. Und der Rest, so 20 Stunden, ist nur normales Spielen. Ist ein bisschen zu wenig. Also, momentan bin ich echt kein Last Epoch-Fan. Ich bin momentan ein Dungeons & Dragons 2-Fan. Also ein Spiel von 2005. Das ist mit einem Mod, Hotfix-Mod, so gut. Das möchte ich am liebsten auch noch Let's Playen. Ich würde vielleicht heute sogar mit dem ersten Part auch beginnen. Mal schauen, wie es funktioniert, weil das Spiel ist nicht mehr so gut spielbar mit Windows 10 und mit Full HD oder 4K-Auflösung. Aber gut, mal schauen. Sacred 2 geht ja gar nicht mehr und das ist ja nur 10 Jahre alt, ja, 14 Jahre. Und, ja. Eben neue Hack'n'Slay sind halt wirklich gar nicht gut. Path of Exile hat ja Riesenprobleme, Last Epoch hat eigentlich schon ziemlich große Probleme. Und ja, die Entwickler wollen halt immer zu viel. Sie machen die Grafik hoch, sie machen den Umfang viel zu groß. Für viele Spiele ist das einfach zu nervig, wenn sie stundenlang grinden müssen oder so, gar nicht weiterkommen. Immer andere Spiele brauchen zum Handeln. Das macht das ganze Spielprinzip eigentlich kaputt.
Eigentlich sind solche Spiele dazu da, um ja selber die Ereignisse zu holen, zu holen können. Und wenn du die nicht holen kannst, dann fühlst du dich ja nicht so motiviert, das Spiel zu spielen. Also, ja, in Last Epoch kann man ja zum Beispiel die Ereignisse noch nicht von Leuten holen und es ist trotzdem schwer, die Ereignisse zu finden. Was soll ich dazu sagen? Ich sollte hier die ganze Zeit immer Last Epoch spielen. Dafür müsst ihr halt auch die Livestreams zuschauen. Wenn ich da livestream und ihr schaut halt nicht zu, dann macht es einfach nicht. Dann habt ihr auch nicht so einen gute Let's Play Parts. Aber okay. Ich meine, naja. Ich muss ja auch nicht der Allerbeste sein, oder? Der Anspruch ist halt immer groß von den Let's Playern. Ich meine, ja. Es müssen sogar Männer ihr Teil zeigen, nicht nur die Männer ihr zwei Teile. Ist natürlich schon irgendwie doof langsam. Was so mit Let's Play und Livestreams passiert, da bin ich einfach nicht zufrieden damit. Es wird irgendwie schlimmer. Ich bekomme zum Beispiel immer weniger Aufrufe auf YouTube. Nur weil andere irgendwie ja die ganze Zeit suchten müssen, damit sie überhaupt genügend Werbung machen. So Sachen. Ja, und ich mache halt keine Werbung. Zum Beispiel auf Twitch habe ich auch die Werbung komplett wieder ausgestellt. Die habe ich ja wegen Affiliate gezwungenermaßen anmachen müssen. Und jetzt habe ich dann endlich diese Ding gefunden, wo man das ausstellen kann. Jetzt habe ich wieder ausgestellt. Ich brauche keine Werbung. Also wenn ihr Lust habt, dürft ihr mir zuschauen, aber ich werbe euch nicht irgendwie an, ein Spiel zu kaufen oder so Sachen. Müsst ihr auch nicht. Also ich finde, ich muss euch nicht irgendwie zwingen, das Spiel zu spielen, oder? Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das Spiel spielen, oder wenn ihr dann zu schlechter PC habt, dann müsst ihr halt mich zuschauen, aber ja, es gibt halt weniger Let's Play und Livestream von Last Epoch. Ich weiß nicht, ob Lama überhaupt livestreamt, der Deutsche. Der ist jetzt momentan eher Diablo 2 Resurrected-Fan, glaube ich, wenn es der gleiche Lama ist. Schreibt man halt im Englischen mit 2 L. Er hat einen Namen, der Englisch ist. Ich kenne mich gar nicht so aus, was dieser Lama SC für ein Typ ist. Aber natürlich schon ein Prof, wenn er nur das Spiel spielt, beziehungsweise noch Diablo 2. So, noch nicht mehr helf. Ja, Cooldown ist aber auch sehr schwer. Na, ja, da müssen wir unbedingt nach oben. Ich gehe meistens nach oben, weil dort hat es die besten Zurücksetz-Monolithen-Teile, weiß nicht, wie die heißen. Da spiele ich halt auch wieder zu mir. Dürfte ich mir gerne ein bisschen erklären. Ich brauche immer noch Hilfe, natürlich. Aber ihr seht es, ja, der Beat ist recht stark jetzt. Nur eben meine Resistenzen, also wir könnten dann plötzlich sterben. Nicht wundern. So. Ja, die Mission war ja mega einfach. Da waren die ersten drei viel schwieriger. Sind halt wirklich auch diese Skelette, die nerven dabei. Da waren die ganz großen mit ihren Artilleriegeschossen. Also alle Idole mit irgendwelcher Resistenz muss ich jetzt momentan leider einbauen. Ich habe wirklich diese Kackrüstung noch, damit ich überhaupt looten übertrage. Ja, das ist auch irgendwie ein Bug. Wenn ich drüber hält, geht es weg. Komisch. Echt komisch. Ja, die Schuhe wollte ich noch kurz anschauen. Die Schuhe, die habe ich glaube ich noch nicht. Die haben sehr viel Resistenz, aber die falschen Resistenzen. Ich weiß ja nicht. Ich könnte die echt mal nehmen. Ich nehme die einfach mal kurzfristig. Und die da. Cast Speed genau auf Totems. Eventuell brauchen wir das auch, aber ja. Also vor allem der Beat ist halt wirklich sehr smooth. Also dem kann man auch Fehler verzeihen. Also verzeiht man auch die Fehler. Wenn zum Beispiel viele Gegner uns angreifen, wir haben halt gutes Healing. Und sonst haben wir immer noch einen Schrei, der die Gegner dann wieder weghaut. Und ja, zwei Heals. Also ich finde den Bild sehr einfach. Okay, Minion Chance to Bleed und Hit.
Ah, okay. Ist ein kleiner, also wir könnten eigentlich. Ne, wir brauchen nicht mehr Minion Chance to hit. To bleed on hit. Wir brauchen mehr Blut Damage jetzt. So mittlerweile brauche ich das nicht mehr so richtig dringendst. Auch die Rüstung bringt halt auch viel. 40. Dann haben wir ein paar Totems noch. Also 42, 30, 40, 40 und 42, 80. Wir könnten noch einen Totem oder so haben mit mehr Bleed on Hit. Aber ich finde, das reicht. Also die Attack Speed ist natürlich genügend stark. Ja. Jetzt müssen wir einfach warten, bis wir das Kill-Level vom Thorn-Toten dann ein bisschen größer haben. Gott, was ist denn das für. Was ist denn das für ein Gegner? Der macht ja mega AOE. Okay, da müssen wir sofort abhauen, wenn wir das sehen. Also, das ist. Gibt es Sinn in der Kampagne? Vielleicht in Akt 8? Also, im letzten Akt ist das Akt 8 oder 9? 9, glaube ich, oder? In Akt 9 gibt es den vielleicht irgendwo? Okay, der hat sehr viel Giftschaden gemacht. Okay, jetzt haben wir bald wieder ein Level. Also hier haben wir gesagt. Dodge ist jetzt auch nicht gerade so wichtig. Vielleicht wieder hier rüber zum Buch. Okay, da haben wir, das sind Glyphs, genau. Die Glyphs, die Glyphs, die Glyphs kommen her. Es ist wirklich schön zum Spielen. Also, ich werde jetzt momentan wahrscheinlich schon recht viele Let's Play Parts wieder bringen, aber ich werde gleichzeitig dann manchmal auch noch Livestream. Jetzt heute ging es mir nicht so gut. Ich musste drei Termine wegen meinen gesundheitlichen Problemen. Ja, ging es mir nicht so gut, aber morgen kann ich dann wieder viel mehr Livestream. Also, ich habe heute eigentlich gar nicht gelivestreamt, beziehungsweise gestern. Es ist ja schon heute Morgen, um 0:46 Uhr. Ja, war gestern halt nicht so gut mir. Und es liegt einfach an meiner Sensibilität, dass ich halt sehr viel mitbekomme, also dass mein Gehirn dann immer voll ist, vor lauter Eindrücken und Gedächtnissen. Aber jetzt heute, ja, ich werde vielleicht am Morgen Last Epoch bringen. Also. Ja, wenn ihr halt ein Ding habt, Schule oder Arbeit, dann müsst ihr halt diese Aufzeichnungen später dann anschauen. Die gibt es auf twitch.tv/dragobasel immer zugegen. Also immer nicht, 2 oder 3 Wochen lange. Und dann wird es leider von Twitch wieder gelöscht. Aber die Sachen kommen dann auch auf YouTube. Einfach nachschauen oder so. Und ihr seht alles, gell? Und ich werde natürlich in den Livestreams nicht so viel weitermachen. Was ich eigentlich erreichen will, ist eine Drachen-Timeout, also Timeline. So mit einem Drachen. Und dort einfach diesen Aurelis farmen. Das werde ich. Wenn ich den habe, dann kann ich dann auch mal anfangen, den Aurelis beziehungsweise weitermachen. Ich habe ja schon angefangen. Während einem Livestream vor einem Monat ungefähr. Ja, werden wir dann mal schauen, gell? Oh Gott, was ist denn das? Das sind Too Much Effekte. Ja. Kristalllotus. Okay. Ein Lotus, der einfach irgendwelche Mega-Effekte spammt. Haben wir aber gut überlebt. Also ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Naja. Wir sollen unbedingt mal einen Fenstermodus machen, der oben nicht so einen Balken hat. Also hier beginnt mein Balken, der ist ungefähr, weiß nicht, 2, 3 Zentimeter dick. Wir sollen unbedingt mal einen Fenstermodus machen ohne Balken. Also wir haben gesagt, eigentlich dort nicht machen. Darüber. Enderrems ist jetzt auch nicht gerade so schwierig mit diesem Bild. Endurance macht ja, dass man einfach nochmals überlebt, einen Schlag, der eigentlich uns umbringt. Und ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Also, ich glaube, das Blut braucht nur der Beastmaster oder so manchmal. Also, da gibt es einfach diese Beats. So, das ist eine Arena.
achte ich mehr vom Layout. Und ja, wenn wir stehen bleiben, bekommen wir Wort. Also wir bekommen kein Wort, weil wir schnell das wieder verbrauchen irgendwie. Ich weiß, ich kenne die, also ich weiß jetzt, was die Boots jetzt genau machen, weiß ich leider nicht. Also wir laden uns auf und wenn wir stehen bleiben, dann geht es nach oben, okay. Also wir müssen laufen, stehen und dann haben wir eigentlich genügend Wort. Genau. Ja, okay. Aber wir verlieren auch viel Wort. Wir haben keine Retention, also. Wir müssen da noch ein bisschen Retention nehmen oder so. Das hat dieser Beat einfach nicht. Das sind Boots für andere und ich finde, das sind sehr gute Boots, die sehr defensiv sind. Das ist doch schön. Ja. Na, geht's. Die Totems, die können noch ein bisschen länger dauern. Ich brauche halt andere. Also jetzt momentan gibt es einen Node, den ich unbedingt nehmen muss, dass die Engel nicht mehr ringsum ist, sondern auf einer Seite gesprüht wird. Die Geschosse. Diese Nadel geschossen. So. Schon geschafft. Haben wir keinen Schrein gehabt? Doch, hier oben. Oh, den brauchen wir nicht. Ja. Ah, dafür sind wir schneller wieder beim Portal. Ja, mich interessiert es ein bisschen, ob es jetzt wirklich auch noch was Neues. Das war hier links unten eigentlich zu sehen. Okay. Was mich auch noch an diesem Game stört, wenn man irgendwie im Ladebildschirm ist, man drückt irgendwas oder vor dem Ladebildschirm, dann läuft man immer noch in die Richtung. Manchmal so für den Gegner rein und so. Naja. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Okay, dann machen wir das hier. Deadly ist jetzt auch nicht so wild. Wenn wir ständig angreifen, also wir greifen jeden Gegner ständig an. Schon wieder? Scheinbar schon wieder eine Arena. Drops ein Unique-Item. Sicher, das sind Anfänger-Unique. Also die Drop-Chance ist halt wie bei Diablo 2 so: 99,9% Schrott-Items und 1% gute Items. Und das ist natürlich mega lame manchmal. Aber gut, die Entwickler wollen das so. Eben, deshalb ist Last Epoch auch noch nicht ganz so beliebt. Die Entwickler müssen halt besser entwickeln. Aber okay. Dennoch, also das ist schon wirklich eines der besten Games für mich. Ich bin ja eben Fan, nur eben. Kritiken muss man halt auch den guten Spielen manchmal geben, damit sie besser werden. Je besser ein Game ist, desto mehr Kritiken muss man halt auch geben. Das seht ihr zum Beispiel bei, ja, sagen wir Minecraft oder also ja, Minecraft und zum Beispiel ein Ding, Champions of Regnum kann ich es gar nicht sagen, das ist ja das Game schon ziemlich schlecht, aber dafür ist es auch mega gut wegen dem RVR. Was zum Beispiel in diesem Game natürlich auch noch fehlt. Ich hätte gerne ein bisschen RVR. Ah, oh, das ist dieses Viech, was ist es? Ich mag Knockback. Ich liebe Mo Knockback. Echt schwere Gegner. Die machen alles außer Schaden. Also richtig viele Effekte machen sie. Ja, ist ein bisschen lame gerade. Weg damit. Manchmal echt übertrieben, wie auch das Ding ruckelt, die Kamera. Dieses, ja, wie sagt man denn? Ich glaube, das kann ich sogar ausstellen. Ich mache es also einfach aus, weil es mich nervt. Screen Shake heißt irgendwie. Ich weiß es aber nicht, was es ist. Ist es gar nicht hier? Ich weiß gar nicht, was ist Gameplay? Ist es denn? Screenshake. Auf. Ganz aus. So, dann ruckelt das nicht mehr so mega. Eieiei. Also es wackelt einfach zu sehr. Es ist ja nicht ein Ruckeln. Es ist eher ein Wackeln und meine Augen sind gerade ein bisschen
am Zittern gewesen. Oh, meine Katze jammert. Ganze Zeit Hunger, 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 Hunger. Genau, Elementar und Dingblitzsässig. Und jetzt müssen wir das nehmen. Sehr schön, Maelstrom, wenn wir gehittet werden. Gut. Dann, ja. Das ist schwer, hä? Wir müssen doch hier oben. Ja, Enrage ist ja nicht so schwer. Machen wir hier weiter. Dann können wir zum Abschluss eigentlich vom Video dann direkt noch da oben ja, die Mission, die zweite Mission machen. Und ich mache das Video ein bisschen länger. Es ist ja Last Epoch, die anderen müssen jetzt auch nicht so lange sein. Last Epoch muss ein bisschen länger sein, weil nicht so viel passiert. Ja. Ich will ja die Videos auch interessant machen, beziehungsweise das Spiel will nicht immer, dass das Video sehr interessant wird. Ja, wenn es halt immer so mega gestreckt ist, kann man auch nichts dafür. Findet ihr das, wenn Spiele immer gestreckt sind? Wahrscheinlich auch langweilig, oder? Also ich finde Grinding manchmal echt langweilig. Aber dann gibt es wieder Spieler und vor allem auch Livestreamer, die mögen mega Grind. Ja, sollen halt den ganzen Tag nur grinden. Von mir aus, aber ich brauche es nicht. Ich könnte darauf verzichten. Naja. Ja, ich bin ja sehr lange auch am Minecraft-Server machen und unser Server wird ein bisschen so aussehen wie Last Epoch. Also, ja, grafisch, spielerisch und so Sachen. Wird sehr viel von Last Epoch auch einfließen. Und die Story wird natürlich auch ein bisschen anders, also gar nicht ganz anders. Die Story ist eher so im Weltraum angesiedelt, aber die Planeten, die sind mittelalterlich. Also, ihr geht auf einen Planeten runter und ja, Mittelalter und Fantasy. Und zwischendurch habt ihr auch so ein Gebiet, wo ihr Häuser bauen könnt und so. Und das ist dann meistens, ja, kann auch mittelalterlich sein, ist das, muss es aber natürlich überhaupt nicht. Das ist sehr geil, also wir haben Großes vor, wir haben gute Entwickler. Mal schauen, was daraus wird. Und denkt mal ein bisschen in den Livestreams schauen, wenn Minecraft kommt. Interessiert euch vielleicht auch, wenn ihr Last Epoch mögt. Ja. Wie cool. Und was sind das für Monster? Also die sehen aus, als würden sie von einer Maschinenfabrik kommen oder von einem Hightech-Labor. Das sind richtig genial. Also mir ein bisschen zu zäh. Diesen Bild. Der macht halt nicht so mega Spike-Damage. Ja, die sind viel zu zäh. Gerade noch. Ein bisschen gelangweilt zwischendurch, wenn die kommen. Okay. Ist das nicht jetzt Enrage? Also Enrage macht halt die HP auch hoch. Also ich sehe sie bei den kleinen Monstern und so nicht so. Ist jetzt Enraged oder nicht? Aber wenn jeder Enraged bei Half-Health, sieht man es wirklich. Ja, jetzt haben wir es gesehen, dass sie größer wurden. Okay. Oh Gott, den machte ich ja in der letzten Welt nicht. Aber er war einfach. So. Das ist eine C. Minion change to bleed on hit. Aber auch wegen Cast Speed für Totems. Und nicht für, dass wir selber mehr Schaden machen. Das bringt uns für diesen Bild überhaupt nichts. Und, ja, wir können es nirgendwo hin tun. Dann müsste ich eigentlich Damage over Time runtersetzen.
Okay, Meister brauche ich ja jetzt nicht. Ich habe was anderes. Und Physical Damage brauche ich jetzt auch nicht. Lightning und Mana Spend ist sehr gut. Jetzt haben wir mehr als 100% Bleed-Chancen auf dem Toten. Das ist ziemlich gut. Also auf diesen Toten, des Toren-Totens, über 100 Bleed-Chancen zu haben, ist sehr gut. So, aber ich kann jetzt momentan nicht leveln. Das ist levelt viel zu langsam. Ich müsste irgendwo eine rausnehmen. Aber es geht ja auch lange. Also, ich meine, man verliert ja einen. Soll ich mal zwei rausnehmen? Das bringt halt gar nichts. Vielleicht einen Dorn und eine Dorne wieder rausnehmen. Du, ich muss das unbedingt schneller haben. Das ist wichtig. Nehme nochmals einen Dorn. Ich nehme jetzt mal die noch raus. So. Jetzt sollte das eigentlich relativ schnell kommen. Das Level. Ich brauche das unbedingt. Das habe ich einfach noch nicht nehmen können. Genau diese Echo Information. Die könnten wir jetzt erreichen. Okay. Jetzt sind die Toten natürlich ein bisschen schwächer geworden. Sorry. Aber das ist das Dringendste, weil ich kann nicht so Streu-Totems haben. Das macht zu wenig dann Spike Damage. Oh, die. Diesen Anfangs, letzten Akt. Füße von Mayel oder wie die heißen. Die sind jetzt ziemlich nervig. Okay, nice. Dieses Gebiet ist eines, das ich mag. Das geht einfach nach Osten, fertig. Ist ziemlich geil. Also geil. Einfach. Ja. Oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Jo. Jo, jo. Du bist ein ziemlicher Nervensäge. Eine Nervensäge? Viel zu viel. Also manchmal übertreiben sie von der Anzahl schwerer Gegner. Ja, das ist ziemlich übertrieben. Mag ich nicht so. Ich bin nicht so der Schadensbekommer. Ich bin lieber der Schadensausteiler. Holen sie ab, ihr lieben Gegner. Das ist nicht so toll. Zu Blitz? Ich weiß es nicht, aber es gibt zu viele Blitz. Idole. Kann ich nichts damit anfangen. Hier brennt es aber ganz schön. Nochmal so ein Vieh. Die Effekte sind einfach too much. Also, ich hab's nicht so gern. Wie findet ihr so die Zaubereffekte? Ein bisschen zu grell, zu Grafik anforderlich. Also das ist jetzt gerade für mich viel zu hell. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Bildschirm ist, aber ich habe halt so einen halben HDR-Monitor. Da sind die Lichteffekte natürlich viel heller als dann im Video. Also ich kann jetzt mal nach links schauen, im Video ist es wirklich nicht so hell. Okay, aber schaut, wie viel Heilung wir haben. Das gibt uns natürlich auch schon ziemlich zum Überleben. Also. Okay. Ja, liebe Gegner, habt ihr keine Chance? Ja, es geht viel schneller, wir haben es gleich. Sehr gut. Oh. Ja, wenn ihr manchmal zu viel es geht, dann habt ihr für die guten Werte dann einfach keine. Ja, braucht ihr zu lange zum Leveln.
Die letzten zwei, die dauern halt viel zu lange. Die könnten auch ein bisschen weniger lange dauern. Ja, liebe Entwickler, da gibt es noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, ne? Da müsst ihr alles perfekt machen. Das, was dauert. Das könnte ich nicht gebrauchen. Zu viel das gleiche Schrottzeugs. Ja. Würde mich schon motivieren, jetzt, wenn jetzt langsam mal wieder ein Patch rauskommt, aber der dauert noch 2 Monate wahrscheinlich. Ja, wird wahrscheinlich schon fast März werden. Schade, aber. Ja, ich brauche neuen Content, Endgame-Content. Dann auch natürlich, was im Forum angefordert wird. Ich bin ja noch nicht im Endgame weit, das ist sehr gut. Das Gebiet ist auch recht groß. Also mir gefällt es, dass das Gebiet so groß ist. Ich möchte halt auch noch die andere Mission machen, sonst machen wir das im nächsten Part, gell? Ist ja kein Problem. Die zweite Mission dieses Timelines möchte ich eigentlich schon machen. Okay, da war noch ein Gegner. Interesting. Also dieses Gebiet hat es in sich. Ja? Das sind plötzlich einfach stärkere Gegner als bei den anderen. Ja, was willst du mir eigentlich antun? Du kannst ja nichts antun. Immer Nahkampf. 321 Quested Minion Melee Damage. Ach komm, wir machen so ein Raptor-Build und tauchen alles runter. Und den Wolf-Squirrel-Build, also so mit dieser Axt. Ja, nehmen wir natürlich mit. Nein. Und diese Unix, die ich schon tausendmal habe. Auch fürs Geld verdienen sind die gut. Okay, Evidence und Crit-Chance. Ziemlich gute Kombination. Nice. Jetzt plötzlich macht es wieder Spaß, weil das Gebiet auch schwer ist. Ziemlich nice. Nicht zu viele Sachen machen hier. Zauberkasten. Sachen machen Sachen, hä? Ist das Mikrotik-Resistenz. Fire-Resistenz ist sehr gut. Jetzt. Okay. Ein Cone-Attack ist einfach noch in einer Seite. Ja. Seht ihr jetzt? Ich glaube, das ist jetzt mehr Damage, sozusagen. Muss mehr Damage sein. Und das ist ziemlich gut. Aber dafür tun wir nicht in jede Richtung dann angreifen. Ist ja nicht so schlimm. Also jetzt sollten wir auch den Boss knacken können. Ja, aber wir sind immer noch zu defensiv. Zu wenig defensiv, ne? Nice. Also ich denke schon, der Schaden ist ziemlich nach oben gegangen. Sehr schön. Slay the Wengari Matriarchen. Das ist einer, der ich vorher gesagt habe. Und der Gegner, die einen one-hitten können. Ziemlich viele dieser Ruby. Ja, ich weiß ja nicht, Entwickler, aber können die das Gebiet nicht ein bisschen nerven? Wenn so etwas kommt, solche Gegner sollten weniger auftauen. Das ist nämlich ziemlich schwer. Beziehungsweise er braucht die Effekte ein bisschen runterstellen. Sonst bin ich dann plötzlich blind, weil ich zu viele helle, grelle Lichter gesehen habe. Ja, es ist, oh, 11 Entombment. Ja, es hat zu schwach. Nein. Gott, irgendwie ein Gegner hat mich ein bisschen blockiert. Cast Fetor Totems. Das nehme ich. Wo ist denn der Gegner? Der ist einfach geblieben, der Strahl. Überall hat es Cast Totems.
Kasper vor Toten ist drauf. Ja, die Rüstung ist trotzdem sehr gut. So. Aber ob sie stärker ist dann später überhaupt hat, die andere Rüstung, die blaue Unique-Rüstung mit dem mehr Mana-Regeneration. Ja, sonst haben wir einfach die Rüstung dann irgendwann mal wieder aus, wenn wir keinen Platz haben. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier. Ja, das Gebiet ist halt schon extremst groß. Hier mal schön fertig werden. Verstrahlen. Zu übertrieben. Hallo. Ich mag unsichtbare Gegner, die auf mich zukommen. Ui. Level 65, ey. Nicht mehr lange, dann habe ich den anderen überholt, aber das geht trotzdem noch länger, als ihr denkt. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Parts. Ja, genau. Der Sprung ist es zwar nicht, das ist der Magier gewesen, aber der hat mich einfach mal gewonnen-hittet. Der Full Health. Und ich hatte ja eine mega gute Regeneration. Bisschen zu stark, also unglaublich viel zu stark. Die müssen sehr stark genervt werden. Ja, aber danke, ich möchte gerne die aufnehmen. Also wieso gehen eigentlich diese Relikte-Ding-Teile nicht einfach sofort ins Crafting Table rein? Ich weiß es nicht, liebe Entwickler, aber es ist wichtig. Das ist doch wichtig. Mich nervt's die ganze Zeit immer auf diese Taste klicken zu müssen, um sie da reinzuschieben. Arena Girl. Wir haben schon genügend, also. Ich könnte es ja mal riskieren, eine Arena zu machen schon, aber werden nicht so lange durchhalten. Naja. Hier müssen wir. Hier müssen wir, glaube ich, diesen Note hier noch nehmen. Ich werde noch schauen, natürlich vor dem nächsten Part. So, ja. Der wird wahrscheinlich noch dauern. Dann machen wir im nächsten Part. Den nächsten Part machen wir das sofort und dann das hier. Und dann können wir eigentlich. Ja, wahrscheinlich hier rechts rüber gehen. Gut, sind wir schon weit gekommen. Der zweiten Timeline. Und haben wir gerade hier irgendwo diese Map. Hier zum Waypoint gehen. Wir müssen als nächstes das natürlich hier oben freischalten. Ring of Dragons. Also da nach links gehen. Dann nach rechts gehen, dann sind wir dort. Ich glaube Winter oder so brauchen wir auch noch für ein Item. Oder ist es Feier? Thunder ist nirgends. Ja, oder Ending the Storm ist es vielleicht. Brauchen wir auch noch. Okay. Dann haben wir eigentlich alle Unix für den Bild. Ich tue jetzt mal noch aussortieren und dann mache ich erstmal eine Schlafenspause. Dankeschön fürs dabei sein. Tschüss.